Die Fans der SCL Tigers hätten nichts dagegen, wenn ihre Mannschaft heute den Freiburgern noch ein wenig mehr wehtun würde. Wie hoch ist die Schmerztoleranz von Freiburg? Auch in Bezug auf den Trainer Gerd Zennhäusern. Sonderlich gut fängt das Spiel für sein Team nicht an. In der dritten Minute muss Salminen für Freiburg auf die Strafbank. Kevin Clark nimmt in Überzahl Anlauf. Er hat gestern den entscheidenden Treffer markiert. Freiburg fängt den Angriff ab, kommt zum Entlastungsgegenstoß. Und zum Tor. 1:0 für Freiburg. Gartner schießt, den Abpraller verwertet Neuenschwander in Unterzahl. Langnau immer noch in Überzahl. Nüssli nimmt Anlauf, um den Shorthander vergessen zu machen. Die perfekte Vorlage. Lindemann vergibt die Riesenchance. Auch bei 5 gegen 5 suchen die SCL Tigers weiter den Ausgleich. Kevin Clark, Mutterseelen alleine vor dem Tor. 1:1. Eine missglückte Angriffsauslösung der Freiburger. Und Clark, ziemlich cool, wie er hier die Scheibe versenkt. 1:1 nach dem ersten Drittel, das zweite Drittel. Di Domenico. Nüssli zieht ab. 2:1 in der 27. Minute. Ein Strich ins Lattenkreuz. Spätestens jetzt liegen die Nerven blank. Freiburg mit dem Rücken zur Wand. Die Spannung entlädt sich ein erstes Mal so richtig zwischen Chris Rivera und Sven Lindemann. Auch beim Spielergang kommt es in der Folge zu einem unschönen Gerangel. Das Resultat 2x5 Minuten plus Spieldauer Disziplinarstrafen gegen Freiburg, 1x5 Minuten plus Spieldauer Disziplinarstrafe gegen Langnau. Bedeutet 5 Minuten Überzahlspiel für die Tigers. Aber die bringen nichts Zählbares zustande. Es geht weiter mit den Rangeleien. Dieses Mal ist es Kim Lindemann. Der Langnauer kassiert für diese Aktion 2+2 Minuten. Wenig später. Keustinen mit dem Check gegen Bykov. Unfair, unnötig. Auch Keustinen kann unter die Dusche. Bykov wird vom Eis geführt. Über 3 Minuten kann Freiburg in doppelter Überzahl spielen und versucht, die Scheibe reinzuwürgen. Die ewigen Scharmützel bremsen den Spielfluss aber komplett. Der Ausgleichstreffer fällt dann aber schließlich doch noch bei 5 gegen 4 in der 38. Minute. Clark lenkt den Schuss von Kamerzer noch ab. 2:2. Das dritte Drittel, die etwas erstaunliche, aber gute Nachricht aus Freiburger Sicht. Bykov ist zurück. Die Spieler haben die Nerven wieder besser im Griff. Das Spiel aber weiterhin nicht besonders gut. Freiburg zwar mit leichten Vorteilen. Hier eine Druckphase, bereits 3 Minuten vor Ende des dritten Drittels. Aber auch die SCL Tigers haben Chancen zum Siegtreffer. Es kommt in dieser Partie, wie schon gestern, zur Verlängerung. Di Domenico geht vergessen. Und der Topscorer beendet die Partie nach nur 51 Sekunden in der Verlängerung. Ein erkämpfter Sieg für die SCL Tigers. Eine weitere ganz schmerzhafte Niederlage für Freiburg. Die 11. in Serie. Der Trainer nimmt Stellung.